Wie viel soll ich als Freiberufler für diesen oder für jenen Auftrag verlangen? Hast du dich das vielleicht auch schon des Öfteren gefragt? Ja, welchen Stundenlohn bzw. welchen Tagessatz sollst du aufrufen? Und warum arbeiten die einen für 30 Euro pro Stunde, wo doch überall gesagt wird, als Freiberufler, als Freelancer sollst du mindestens 75 Euro pro Stunde oder mindestens 600 Euro pro Tag verlangen? Ja, wie passt es zusammen, wenn um dich herum alle gefühlt das tun, was eigentlich keiner tun sollte? Ja, darüber habe ich einen Vortrag zum Thema Solo-Selbstständig ist gleich Hartz IV an der HFF München, der Hochschule für Fernsehen und Film, gehalten und genau diese Fragen erklärt. Die Teile 1 und 2 findest du wie immer hier oben oder auf meiner Webseite in meiner kostenlosen Mediathek. Und weil diese Fragen gerade jetzt aktueller denn je sind, ja, habe ich dir den passenden Ausschnitt hier nochmal rausgesucht, damit du jetzt die richtigen Schritte einleiten kannst, ja, und nicht Gefahr läufst, die Fehler zu machen, die schon so viele vor dir auch gemacht haben. Und die von der Krise natürlich jetzt mehr als kalt erwischt worden sind und jetzt pleite oder insolvent sind und Hartz IV beziehen müssen. Ja, damit dir sowas nicht passiert oder auch nicht noch einmal passiert, schau dir unbedingt bitte auch noch meine restlichen Videos auf meinem Kanal an. Und jetzt geht's weiter zum dritten Teil. Also Fakt ist, das geht nicht. Was könnte er tun? Er könnte einfach mal mehr Geld verlangen. Er könnte 600 Euro verlangen. Dann reduziert sich natürlich aus der Summe seine Zahl, die er arbeiten muss. Das heißt, dann kommt er mit 600 Euro, käme er bei den Kosten, die er hat, schon auf 170 bis 205 Tagen. Das ist gut. Das ist eine 5-Tage-Woche, wie ein Festangestellter, 4 Wochen im Monat, 12 Monate am Stück. Du sagst, 200 Tage ist nicht realistisch oder das? Beides ist nicht realistisch. Also das heißt, das ist auch noch zu viel. Er denkt, ich kann jetzt endlich in den Urlaub fahren, sie freut sich auf den Friseur. Ja? Und er muss den Garten sauber machen, weil wir können sich jetzt einen Garten leisten. Er könnte auch auf 750 Euro gehen. Dann hätten wir zumindest einen Bereich, der, glaube ich, doch jetzt eher in Frage kommt. Oder bestätigst du, Michael, was meinst du, ist das realistisch? Da sage ich jetzt nichts zu, das müsst ihr selbst entscheiden. Viele Gründer scheitern an mangelnder Finanzplanung im dritten Jahr, weil dann die Nachzahlungen kommen, die Steuerschätzungen etc. Und davor ist es eigentlich nur ein Minusgeschäft, das dann irgendwann mal zu dem Boden kommt, wo man sagt, okay, ist ja ganz klar, die Pizzeria, wenn nicht genug Leute kommen und wenn sie nicht genug verkauft, dann macht die halt zu, dann kommt der nächste Laden rein. Irgendwann kommt eine Bar rein, die ist auch plötzlich wieder weg nach 2 Jahren. Und so weiter und so fort. Das ist ein Spiel, was tagtäglich um uns herum passiert. Und hier passiert es auch. Ich habe schon einige Leute erlebt, die dann, oh ja, ich mache jetzt so einen Laden nebenbei auf oder oh, ich gründe jetzt ein Hotel oder naja, ich mache nicht mehr so viel in der Branche oder ab 50 wird das extrem viel und zwar nicht, weil sie sich verdient haben und sagen, ich kann mir das jetzt leisten, aus der Branche auszusteigen. Nein, sie müssen, weil sie nicht mehr können. Sonst haben sie nämlich nichts im Alter. Also, 750 Euro sind eigentlich, witzigerweise habe ich danach auch festgestellt beim Rechnen, 300 Euro mal 2,5. Also, quasi könnte man sagen, wenn einer 750 Euro Tagessatz verdient, dann kriegt er genau das raus, was die anderen auf die Rechnung schreiben. Weiter geht's. Was könnten Sie tun? 750 Euro verlangen. Der Single wird sich fragen, das ist doch unfair. Wieso soll der 750 Euro kriegen und ich nur 300? Der macht doch das Gleiche. Bloß weil er eine Familie hat, soll er mehr kriegen. Da brauche ich auch eine Familie. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich hole mir einfach auch eine Freundin, ja, statt dem Hund und gründe eine Familie. Weil dann kriege ich auch mehr Geld. Dann sagt die Freundin, also nur wegen dem heirate ich dich nicht. Wertet es bitte nicht so, dass Frauen nur nicht arbeiten und Männer. Das ist wirklich jetzt nur ein Beispiel. Es kann auch andersrum sein. Es gibt genug Fälle, wo ich kenne, dass die Frau berufstätig ist und der Mann sich um die Sachen kümmert. Ist völlig gleich, geschlechtsneutral. Es ist halt immer so ein klassisches Rollenbild. Man hat jetzt auch wieder in den Nachrichten heute gehört, die Frau des Bundespräsidenten, die neue Bundespräsidentenfrau ist ja die First Lady im Haus. Frank-Walter Steinmeier ist jetzt Bundespräsident und seine Frau war Richterin. Und ist jetzt zurückgetreten, weil es angeblich nicht vereinbar wäre, First Lady zu sein und eigentlich Richterin. Hat mich ein bisschen verwundert. Und das Blöde an der ganzen Geschichte ist ja noch, der Frank-Walter Steinmeier verdient ja Geld. Und sie muss jetzt plötzlich repräsentieren und muss was tun dafür, eben Auftritte machen, wohltätige Charities repräsentieren, huhaho. Der Witz ist, sie kriegt gar nichts dafür. Sie kriegt ein Büro in Berlin mit Sekretärin, aber sie arbeitet umsonst. Hat das jemand gewusst, dass die First Lady kein Gehalt bekommt für die Arbeit, die sie tut?
Man könnte sagen, ja, der Bundespräsident kann das schon, der verdient alleine die 200.000, das geht schon, das ist ein Doppelgehalt. Ja? Aber rein rechtlich gesehen dürfte sie gar nicht in der Bundesrepublik unentgeltlich für den Staat in so einer Position arbeiten, theoretisch. Ja? Aber das sind die Sachen, da müssen die Rechtler drüber sich streiten, die Anwälte oder sonst jemand. Ich möchte das nur mal so reinreden, dass auch dieses klassische Rollenbildverhältnis, der Mann ist erfolgreich, die Frau muss ihren Job, ihre Karriere aufgeben, um für den Mann da zu sein und was auch immer zu tun. Das wird auch an der Staatsspitze bei uns gelebt, immer noch. Jetzt könnten wir Folgendes tun. Also, der Freiberufler mit der Familie könnte die 750 Euro verdienen, weil er es gut verhandelt. Dann möchte natürlich der hier auch so viel Geld haben. Weil er sagt, er macht ja das Gleiche. Warum soll der mit einer Familie 750 Euro bekommen, nur weil er eine Familie hat? Im blödsten Fall wird natürlich passieren, dass er nicht gebucht wird. Dann haben sie natürlich kein Geld. Wenn er nicht gebucht wird zu dem Preis, weil er ja auf dem Markt ist, 300 Euro, warum soll ich dem 750 Euro zahlen, bloß weil er eine Familie hat? Es ist mir doch wurscht, ob der eine Familie hat oder einen Hund. 300 Euro sind 300 Euro. Ich gebe den Auftrag, ich will was dafür haben. So. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Solange die Leute da sind, die 300 Euro da unten verlangen, weil sie nicht nachrechnen, wird er niemals auf seine Summen kommen, es sei denn, er ist ein wirklich guter Profi, er hat die richtigen Kunden, er kann sich durchsetzen und vielleicht hat er auch ein Alleinstellungsmerkmal, das ihm auch irgendwo als Experten ausweist. Wobei, das ist ja jetzt gerade mal das, bei 750 Euro, vierköpfige Familie, durch 2,5 durch 3, dann kommen wir ja auf die Konsumausgaben des Statistischen Bundesamtes. Ja, in München haben wir gelernt, es ist 1.000 Euro mehr. Also das heißt, eigentlich ist 750 Euro noch nicht das eigentliche Ziel eines selbstständigen Unternehmers. Eigentlich. Man kann auch steuern mit den Tagen. Man könnte sagen, ja, er kann einen Tag mehr arbeiten oder zwei oder drei, wenn er es schafft. Aber ich habe ja gehört, es ist unrealistisch, 200 Tage im Jahr zu verkaufen. Vielleicht in einem Jahr geht das. Wenn man ein gutes Jahr hat, schafft man mehr als 200 Tage. Ab eben. Und dann ist die Frage nicht über 10 Jahre am Stück. Wer von euch hat jedes Jahr 10 Jahre am Stück 200 Tage gearbeitet? Vielleicht hat er gefühlt so viel gearbeitet, weil er Überstunden nicht bezahlt bekommen hat, weil er einfach seinen Job liebt und trotzdem weitermacht. Aber ich möchte, dass ihr die Frage nicht beantwortet, ihr denkt es euch selber aus. Ja? Also Ziel des Ganzen, um das Problem zu lösen, da sind wir jetzt bei der Solidarität, von der die Katrin gesprochen hat. Warum soll er 750 Euro verlangen, wenn er sie nicht braucht? Er braucht nicht so viel, wir wissen das. Er braucht nur 55.000 Euro im Jahr, das reicht dem. Warum soll der so viel Geld verdienen? Nur damit der andere davon leben kann? Das wäre fair. Unternehmerisch gesehen ist es so, er hat extrem viele Kosten. Er muss diese Summen erwirtschaften, damit er seine Kosten decken kann und noch Gewinn rausholen. Da sind jetzt übrigens in der Rechnung noch keine 15% Gewinnmarge drin, die man ja als Selbstständiger eigentlich sozusagen auch verpflichtet ist, irgendwie zu erwirtschaften für neue Geräte, für ein neues MacBook, weil das kostet ja auch 2.000 Euro und wenn das dann in 2 Jahren kaputt geht, dann brauche ich plötzlich 2.000 Euro, wo soll ich die hernehmen? Die muss ich mir über 2 Jahre ansparen, jeden Monat ein paar Euro auf die Seite, dann ist es ja nicht nur ein MacBook, ich habe noch einen Drucker, ich habe ein Auto, ich habe dies, ich habe Po und so weiter. Das heißt, ich muss eigentlich mehr rauswirtschaften, damit ich meinen Betrieb am Laufen halten kann. Ein selbstkostendeckender Betrieb wird nicht lange überleben. Das ist ganz klar kaufmännischer Fakt, braucht man nicht diskutieren. Was passiert aber, wenn jetzt jemand ein Unternehmen hat und er hat viel, viel geringere Kosten in der Herstellung, weil er zum Beispiel in Thailand oder in China produzieren lässt? Was hat er dann? Er hat einen Wettbewerbsvorteil. Er kann entweder den Preis niedriger anbieten, und damit die Aufträge ziehen und quasi Lohndumping machen oder irgendwie Preiskampf, damit er den anderen die Aufträge abluchst. So, ja, das ist der Grund. Dann geht die andere Firma auf die Barrikaden, bleibt auf ihren Produkten sitzen und wird irgendwann, wenn sie nicht auch runtergeht oder irgendwie eine Idee hat, wieder in dieses Segment hineinzukommen, dann wird sie irgendwann schließen. Sie hat den Preiskampf verloren, die Firma. Der neue Mitbewerber mit dem niedrigeren Preis hat gewonnen. Das ist Marktwirtschaft. Ja? Und jemand, der aber niedrigere Kosten hat, hat er automatisch auch mehr Gewinn, wenn er die gleiche Summe bekommt. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, und damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Ich weiß, das ist kein einfaches Thema. Es ist aber eine sehr prekäre Situation, die sich hier momentan sozial aufbaut. Wir haben jetzt eine kleine Welle, die immer größer wird, ja, an
existenzgründenden, selbstständigen Leuten, die jedes Jahr Minusgeschäfte machen und einfach weitermachen. Und dann auch noch sagen, ja, aber es reicht doch irgendwie. Warum reicht das denn? Das ist immer die große Frage. Wie kann es denn sein? Ich habe doch die letzten Jahre auch existiert. Ich bin ja nicht gestorben. Und ich habe auch nicht 700 Euro verdient. Warum hat das geklappt? Es gibt 2, 3 Möglichkeiten dafür. Das eine ist, ich habe einen Lebenspartner, der einen Teil meiner Miete zahlt. Das heißt, meine Kosten sind niedriger. Also kann ich günstiger auf den Markt gehen. Das ist total Blödsinn, aber es geht. Die andere Sache ist, ich habe einen niedrigen Lebensstandard. Immer noch, zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist die gefährlichste. Ich arbeite so kostendeckend, dass ich keine Rücklagen bilden kann, um über Krisen hinwegzukommen, wenn der Kunde nicht zahlt, wenn mal die Aufträge nicht so laufen. Ist sicherlich jeder dabei, der schon mal eine Flaute erlebt hat und der weiß, wie schnell 5.000 Euro verbrannt sind, die auf dem Konto liegen, weil man 10 oder 12 oder 13 Tage oder einen Monat keinen Job hatte. Ja, und dann müsst ihr doppelt so viel wieder reinverdienen, damit ihr in 2, 3 Monaten nochmal so eine Krise ausstehen könnt. Und das geht aber, wenn man auf die Altersvorsorge verzichtet. Ja? Das sind immerhin 20% gesetzlicher Beitrag, den ich da reingerechnet habe. Und wenn ich auf 20% Altersvorsorge verzichte, die ich nicht in die deutsche Rentenversicherung zahle, weil ich wieder selbstständig, ja, und auch nicht in meine eigene Kasse auf dem Konto wegpacke, schön brav, jedes Jahr und nie wieder anfasse bis zur Rente, bis 65 Jahre. Oder in Immobilien investiere oder ein Eigentum anspare oder was auch immer ich tue. Ja, dann habe ich 20% mehr auf meiner Rechnung. Das kann dann schon funktionieren. Gut, irgendwann, ja, mein Gott, dann bin ich halt irgendwie in der Altersarmut. Gut, dann muss ich halt, da muss der Staat halt für mich sorgen und ja, ich habe ja auch bla bla bla. Ich habe einige Beiträge inzwischen schon gesehen, weil wir arbeiten in der Medienbranche, ich habe einige Beiträge gesehen über das Thema Altersarmut, wo, kennt ihr diese typischen Essensspeisungen, wo ein Obdachloser am Tag ein Anrecht auf eine warme Mahlzeit hat. Ehrenamtliche Tätigkeit wird von Mönchen, Klöstern, Caritas immer wieder in allen Städten organisiert, Missions, wie nennt man das, Bahnhofsmission, wo auch immer. Ja? Dort sind normale Rentner, die sagen, ich kann mir das sonst nicht leisten. Ich könnte gar nicht in der Stadt wohnen mit 70, 75. Was soll ich denn machen? Ich soll aus meiner Wohnung raus. Wo soll ich denn hin? Hab ja niemanden mehr. Was auch immer. Und das ist das, was passiert. Wir haben gerade die Situation, dass eine endlose Zahl, Tausende von Selbstständigen in Deutschland, Grafiker, selbstständige Künstler, Medienschaffende, alle Branchen, also jeder Solo-Selbstständige, der eine Umsatzrechnung macht und der Umsätze auf eine Rechnung schreibt, die verdient und am Ende seine betriebswirtschaftliche Auswertung machen sollte, muss. Mehr oder weniger muss, sollte. Ja. Also man muss es nicht machen, aber der Steuerberater macht es einem glücklicherweise, wenn man danach fragt. Dass all diese Leute eigentlich in 20 Jahren keine Rücklagen haben, um im Alter überhaupt ihren Lebensstandard zu halten. Denkt mal darüber nach, wie ihr in 20 Jahren leben wollt. Ja, das war für viele damals im Saal ein ziemlich schockierender Vortrag, aber je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, kennst du diese Tagesgagen und diese Sätze wahrscheinlich auch und auch die Probleme in deiner Branche nur zu gut. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Vortrag ein bisschen die Augen öffnen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da. Und wenn du jetzt natürlich noch spezielle Fragen zu deiner aktuellen Situation und zu deiner Selbstständigkeit hast, die du mir gerne direkt oder persönlich stellen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne machen. Schick mir einfach über den Link unter diesem Video eine Terminanfrage und wir sprechen eine Stunde ausführlich über deine wirtschaftliche Situation und auch über alle Fragen, die dir momentan dazu auf dem Herzen brennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir, so wie vielen Kollegen auch, dabei helfen kann, eine krisenfeste Selbstständigkeit aufzubauen und zwar eine Selbstständigkeit, von der du auch in Zukunft gut leben kannst und mit der du dir auch deine Träume erfüllen kannst. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen.